Hallöchen und willkommen zu The Movies. Wie man hier oben so schön sieht, ja. Das neue Jahr 2015 ist da und mit ihm ein paar neue Projekte. Und zwar unter anderem jetzt dieses Jahr. Ich dachte mir nämlich, dieses Jahr machen wir mal ein bisschen ein paar alte Spiele. Ja, Spiele, die wir früher vielleicht mal gespielt haben oder so. Und zocken wir einfach nochmal. Für mich gehört dazu The Movies. Das Spiel ist mittlerweile 10 Jahre alt. Ja, es kam damals irgendwie Oktober 2005 raus oder so. Irgendwie so. Ja, also 2005 auf jeden Fall. Also 10 Jahre alt das Spiel. Und dann dachte ich mir jetzt quasi so ein bisschen zum Jubiläum, zocken wir das Spiel doch einfach mal. Ich weiß noch nicht jetzt genau, was, wie lang das jetzt laufen wird, das Projekt oder so. Oder wie es euch gefallen wird. Aber mich hat das Spiel auf jeden Fall damals richtig gefesselt, weil ich liebe so eine kleine Simulationsspiele. Und ich bin auch ein kleiner Filmfan, wie vielleicht manche wissen. Und deswegen, ja, das sind so zwei Lieblingssachen zusammen und da kann eigentlich nur Gutes bei rauskommen. Ich muss jetzt ein bisschen in die Trickkiste greifen, damit das Spiel hier so schön spielen kann, so wie es jetzt hier aussieht. Weil, ja, das Spiel ist halt, wie gesagt, schon 10 Jahre alt. Und, ja, wenn man sich zum Beispiel die Auflösung hier mal anguckt. Ich sehe gerade, es ruckt, glaube ich, so ein bisschen. Ja, das ist das höchste, 1600x200. Das sind alle noch die guten alten 4:3 Auflösungen. Und da muss ich ein bisschen in der Registry rumspielen, damit ich das hier im Full HD spielen kann. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal mit einem neuen Spiel los. Ich habe auch das Add-on mit dabei. Also es gab ja das Hauptspiel, The Movies, und dann noch ein Jahr später kam The Movies Stunts and Effects als Expansion Pack. Was halt damals schade war, The Movies ist irgendwie völlig untergegangen. Ja, also das ist von den Lionhead Studios und ja, ist leider nicht sehr erfolgreich gewesen, obwohl das Spiel durchweg gute Bewertungen bekommen hat, hat es einfach keiner gespielt so wirklich. Ja? Und ja, deswegen gab es auch leider nie eine Fortsetzung. Ich habe immer gehofft, dass nochmal eine Fortsetzung kommt, weil ich das Spiel einfach klasse fand. Und auch die Möglichkeit, man die hat, einfach so quasi richtig kleine eigene Filme zu machen in einem Spiel. Ja, es ist schon richtig super. Ach nee, da war ja schon richtig. Deswegen, ohne lang zu schnacken, legen wir mal direkt los. Neues Spiel, die Grundlagen. Neues Spiel ist wahrscheinlich, mal anfassen. Wir machen mal einen Sandkasten, ja. Wir fangen mal ganz am Anfang an. 100.000, nee, das ist alles langweilig. Stars, keine Launen, als ob die keine Launen haben. Gebäude verfallen nicht. Stuntman. Klick hier. Ja, das ist... Ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, weil das Spiel ist irgendwie nur auf Englisch gewesen und ich habe jetzt so ein deutsches Sprachpack runtergeladen, aber irgendwie sind nur die Texte auf Deutsch, das heißt die Sprache ist glaube ich nur auf Englisch und auch hier die Tipps, wie man sieht, sind auch noch Englisch. Click here to indicate that you want stunts and stuntmen enabled. Aha. Okay, ja, das können wir mal reinmachen. Stuntmänner ist doch gängig im Film, Dingsbums. Weil ich muss auch dazu sagen, Stunts and Effects ist Action Pack, das habe ich nie gespielt. Ja, ich habe nur das Hauptspiel gespielt. Ach, guck mal, das ist auf Deutsch. Ach, das ist die Erweiterung. Stuntman, Stunt Injuries, das ist die Erweiterung, die auf Englisch ist. Ah, das erklärt's natürlich. So, ja, dann können wir uns nämlich hier ein Logo aussuchen für unser Filmstudio. Ah, was nehmen wir denn da? Wir können ja mal, gibt's denn hier irgendwie eine Weltkugel oder so? Ich habe da jetzt natürlich nicht genau geguckt. Was haben wir denn hier schönes? Nee. Das ist alles nicht so knorke, würde ich mal behaupten. Wie viel haben die denn hier? Ach du Scheiße. Ja gut, guck mal, nehmen wir das da oder? Ach, guck mal hier, das passt doch. So. Na, komm. Studioname. Pläne. Naja, wir machen noch ein Purple Movies. So, ganz einfach. So, genau. Das ist mein richtiger Name. Für die, die nicht kennen, mein Name ist Tobi. wir machen es aber so. Ja. Im Internet benutzt man Spitznamen. Ganz einfach. So, Filmqualität. Die Leistung eines Stars ist von Szene zu Szene verschieden. Vor dem Dreh der Szene müssen sie sich... Ja, danke. Okay. Good morning, du bist Engländer. Wie schön. Okay. Genau, das ist jetzt so eine Radioshow, die mir im Hintergrund läuft. Ja. Da, das ist unser tolles neues Logo.
take a stroll over to the beach and hand in your resume. Ja, genau. Ihr könnt euch jetzt nämlich hier bewerben in unserem Filmstudio. Was haltet ihr denn davon? Purple Movies hier mit dem Toiletten-Siegel hier. Hier, wir sind die Besten. So. Ein Filmstudio, genau. Man kann hier Hausmeister einstellen, Handwerker, die das ganze Gelände hier in schönen Schuss halten. Man sieht gerade, es gibt momentan nur 6 Filmstudios. Und ja, wir sind natürlich auf Platz 6. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, guck mal, wir haben, das sind unsere Konkurrenten. Wir haben Löwenherz Productions, Fantastic Films, Kino Corporation, Starlight Filmstudio und Effective Entertainment. Okay, dann kann man hier, glaube ich, noch... Genau, das sind momentan die besten Schauspieler. Das sind momentan die besten Filme. Und halt die Filmstudios. Genau. So, und alles wird immer mit Sternen bewertet, ja? Also, wenn man Filme macht, die werden mit so Sternen bewertet. 5 ist natürlich das Beste. Und ganz am Anfang haben die Filme halt noch keine gute Qualität, deswegen, ja. Gut, erst, wenn das hier so glitzert, wird uns da irgendwas vorgeschlagen. So, uns wird jetzt vorgeschlagen, ein Drehbuchbüro zu machen. Das, damit können wir nämlich, ja, also das kann man hier eigentlich, ja, genau, so kann man ein bisschen rauszoomen. Wie konnte ich das denn jetzt drehen, das Ding? Das ist hier, ah, so geht das. Da wird es aber nicht hinhaben. Oh, Gott sei Dank. Dachte schon, ich setze das da jetzt so hin. So, wir brauchen ein Drehbuchbüro, denn wir müssen ja irgendwo unsere Drehbücher herbekommen. Ich setze das hier einfach mal am Eingang, oder was? Guck mal, wir setzen das einfach mal direkt am Eingang. So. Putz. So. Okay. Genau, unser Studio wird halt auch bewertet anhand von Sternen. Und das ist aus, setzt sich aus verschiedenen Kategorien zusammen. So, jetzt sieht man hier Baufortschritt. Da tut sich nichts. Das heißt, wir müssen da irgendwie natürlich einen Handwerker erstmal einstellen, der uns das Ding baut. So, hier stehen schon ein paar Leute. Geländewartung. Sind natürlich alle richtig kacke, aber... Na gut. Alice Fage, arbeitslos. Okay, komm. Du wirst jetzt eine neue Handwerkerin. So. Spiel ruckelt ein bisschen an manchen Stellen. Das ist doch echt erstaunlich. So, aber ein Handwerker reicht, glaube ich, nicht. Ich glaube, der geht jetzt automatisch dahin. Kann ich... Ich glaube, ich konnte ihm das auch sagen. Komm schon. Hier? Oder? Ja, warte. Ach so, genau. Ich konnte da auf das Ding ziehen. So. Zack. Irgendwie ist es mit der Steuerung hier so ein bisschen hakelig. Das könnte jetzt natürlich daran liegen, dass ich das in Full HD gezwungen habe, die Auflösung. Aber naja, gut, wir brauchen natürlich noch einen Hausmeister, der sich um alles kümmert. Und damit wir unsere Frauenquote hier erfüllen, ne, in den 30er Jahren schon, nehmen wir mal eine Frau dafür. So, Hausmeister. So, Drehbuchbüro. Dann können wir nämlich schon mal Drehbücher machen oder einkaufen oder so. Ein Labor. Hier sitzen ihre Forscherhafen. Ein neuester Film. Ja, aber jetzt schon ein Forschungslabor? Ich muss ja erstmal. Eigenes. Drehbuchbüro. Individuelle Drehbücher hier. Was ist? Viele Songs schon zu können, ein Drehbuch zu weisen. Crew-Einrichtung. Ja, genau. Hier stellen sie ihre Filmcrew ein und entlassen sie. Castingbüro, damit cast ich. Das brauche ich doch alles zuerst. Warum wird mir das hier vorgeschlagen? Ausstattungsabteilung. Okay, das brauche ich noch nicht. Das ist eher was für später. Castingbüro, Crew-Einrichtung. Ja, wir brauchen erstmal ein Castingbüro. Das Castingbüro soll ja hier so die zentrale Anlaufstelle sein. Deswegen mache ich das mal hier so zentral hin, oder? Ja, wir lassen hier mal so ein... Oh ja, da, jetzt ist das Ding da fertig. Und da kommen jetzt immer, wenn man so ein neues Gebäude baut, stellen sich da immer Leute darin vor, um sich halt quasi für den Job zu bewerben. Aber wir stellen erstmal so schön zentral so hin. So. Normalerweise machen die es eigentlich mal automatisch. Aber ich setze jetzt einfach mal dahin. So. So, ein Drehbuchautor. Die haben natürlich alle immer erstmal, die sind natürlich alle erstmal kacke. Drehbuchsammlung. Sci-Fi. Ja, wenn ich den jetzt irgendwo reinsetze, fängt er direkt an. Worauf wollen wir uns denn spezialisieren? Science Fiction, Action, Horror? Ah, wir kommen, wir machen Science Fiction. Genau, die setzt jetzt nämlich da rein und fängt schon mal an, das erste Drehbuch zu schreiben. Der Astronaut. Oh ja. Na gut, für die 1930er Jahre ist natürlich noch Science Fiction alles. So, das Castingbüro geht auch voran. Wir können ja einen weiter einstellen. Wir haben ja erstmal dick Kohle. Dann geht das alles ein bisschen schneller. So. Alles gleich. Natürlich brauchen die dann noch eine Wegeanbindung, die ganzen Dinge. So. W.
Weg. Ja, hier gibt es nur einen Weg. Was anderes brauchen wir nicht. So, wie machen wir das hier? Ich würde hier gerne so ein bisschen, weil später kann man sich so Autos als Deko kaufen. Die würde ich gerne natürlich behalten. Oder Platz lassen dafür. So. Ja, mit der Steuerung muss ich ein bisschen klarkommen. Die ist leider ein bisschen hakelig. Jetzt hat der Weg hier angefangen. Dann machen wir es hier schön symmetrisch. So. Okay, und wir verlieren immer mehr Prestige hier. Okay, fertig. Sehr schön. So, wir ziehen das mal so hier lang. Das muss ja alles schön sein. Unser Studio muss schöner werden. So, Geländeprestige. Alles gleich. So, das reicht fürs Erste. Jetzt haben wir nämlich etwas um... Was war das jetzt immer für ein Haus? Ich hab das schon wieder ganz vergessen. Das Castingbüro, genau. Jetzt brauche ich noch eine... Brauche ich doch ein Labor? Guck mal, die schreibt jetzt das Drehbuch. Okay, gut. Da kann ich das Drehbuch... Genau, da kann ich das Casting für das Drehbuch beginnen. Okay, das ist das Richtige. Und dann brauche ich noch eine Crew... Einrichtung. Genau, darüber stelle ich Leute ein. Wo setzen wir das denn mal hin? Wir setzen das einfach mal hier neben. Kann ich das hier so nebendran setzen? Ich hoffe, ich kann den Weg dann noch durchgehen lassen. Müssen wir es wahrscheinlich so machen. Dann machen wir das so. Dann haben wir hier so eine schöne kleine Kreuzung. So, und keine Bange, bald wird der erste Film hier losgehen. Wir müssen natürlich erstmal das Drehbuch fertig haben. Ansonsten können wir da nichts machen. So, was haben wir derweil noch zur Auswahl? Wir können... Ja, ich weiß nicht, warum das Labor anzeigt. Schauspielschule. Ah, das brauche ich, genau. Im Besitz 0, deswegen. Ich brauche natürlich eine Schauspielschule, wo ich meine Schauspieler einstellen kann. Wo stellen wir die hin? Wo stellen wir die hin? Machen wir sie hier hinter? Ich würde sagen, die bauen wir hier hinten dran, wa? Ich hoffe, ich kann da noch ein... Das ist immer so ein bisschen doof, wenn man so neu anfängt. Man kennt es jetzt... Also ich kenne das Spiel natürlich ein bisschen, aber ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt und weiß jetzt nicht mehr, was ich alles brauche letztendlich. Und das ist natürlich doof, da schon Infrastruktur zu planen. Wenn man nicht mal weiß, was da später alles hin muss. So. Alles klärchen. Huch, nee. Ich bin's gewohnt mit es. Nein! Oh Gott, was mache ich hier? so. Okay, dann haben wir das und das. Eine Toilette, ein Trailer. Genau, der Trailer ist für die Schauspieler natürlich. Star- und Drehbuchverkauf. Aha. Genau, man könnte zum Beispiel auch eintretisch sagen, ich schreibe einfach nur Drehbücher und verkaufe die dann. Ja, könnte man auch theoretisch machen. Aber wir wollen natürlich, wir sind ein Filmstudio, wir wollen Filme machen. Hier veröffentlichen sie ihre Filme. Habe ich ein Produktionsbüro? Nein, habe ich nicht. Das bräuchte natürlich auch noch. So, ach, das ist das riesig. Wo stellen wir das denn mal hin? Ja, wir können das ja mal hier unten in die Ecke stellen. So, dann können wir nämlich hier den Weg so rumgehen lassen um die Ecke. Weil wir werden, wie man sieht... Es sieht hier nicht nach viel Platz, also das sieht nach sehr viel Platz aus, aber das werden wir alles füllen später mit Filmsets und keine Ahnung was. So. Na. Dann machen wir hier den Weg so lang. Ja. Und so. Okay. Nein. Ach, ich bin das mit Escape gewohnt. Alles gleich. So, jetzt will er immer noch das Labor bauen. Und guck mal, wie man sieht hier, da haben sie auch schon an alles gedacht vor 10 Jahren, Entzugseinrichtung, ja. Weil Stars können irgendwie alkoholabhängig werden oder fresssüchtig und so weiter und dann müssen sie erstmal in die Anstalt... Nein, nein, das wollte ich eigentlich nicht haben. So, ja, dann bauen wir jetzt halt das Labor, ist ja gut, ist ja gut. So, das stellen wir mal hier unten an die Seite. Na, komm schon. So. Okay. Ja, wir haben unseren letzten Stern verloren. Jetzt müssen wir uns langsam mal drum kümmern, einen Film zu produzieren. Ja, wir haben natürlich nur eine. Wenn natürlich keine dastehen, kann ich natürlich auch keine einstellen. Das ist halt ein bisschen doof. So, zwei Handwerker reichen erstmal. Wir können ja schon mal Leute einstellen. Crew einstellen.
Ah, genau, wenn man nämlich hier mal reinguckt ins Castingbüro, es gibt Crew, Statisten, es gibt die Hauptrollen und die Regisseure. Ja, die Crew ist für die Technik zuständig, die Statisten sind halt die Leute, die im Hintergrund durch die Gegend watscheln. Dann haben wir die Hauptrollen, unsere Hauptschauspieler und dann die Regisseure. Gut, das Produktionsbüro wird gebaut. Das brauchen wir später, um die Filme fertigzustellen. So, das Drehbuch dauert immer noch. Ach, guck mal hier. Weil das nimmt jetzt nach und nach Sterne zu. Ja, wenn man sich mal so anguckt. Die besten Filme haben momentan... Ah, 2 Sterne schon. Ah, es gibt doch erst 6 Filme. Okay, 1930, es gibt erst 6 Filme, alles klar. Ne, wir haben schon 1931. Ah, und guck mal, hier oben ist so eine Zeitleiste. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Hier sind so gewisse Ereignisse, die immer wieder passieren. Zum Beispiel hier. Forschung. Hier werden irgendwelche Forschungspakete freigeschaltet. So, und dann hier. Technik, das wird dann freigeschaltet. Und dann hier Marktdepression durch. Dann sieht man da unten in Rot, dass gewisse Filme natürlich dann Vorlieben haben. Ah, nee. Jetzt habe ich hier so ein Set freigeschaltet. Weil jetzt einfach die Zeit ist, wo dann Wild-West-Filme losgehen und dann könnte ich die rein theoretisch produzieren. So, wer schreibt mich denn jetzt hier schon wieder an? Achso. Gut. Das Drehbuch. Ja, jetzt mach doch mal hin hier. Unser Hausmeister freut sich hier, dass da Müll ist. Oder kein Müll ist, besser gesagt. Okay. Jetzt mach doch mal schneller. Wie hieß du hier nochmal? Jo, Buri. Buri macht das Buch fertig. Ja, es ist fertig. So, unser Buch ist fertig. Unser Drehbuch, der Astronaut. Bereit für Casting. Jetzt haben wir natürlich hier unser Castingbüro. Dann können wir das da reinziehen. Blick. So, und jetzt sagt er uns nämlich, was er aber alles braucht. Er braucht eine Bühne, wo der Film natürlich gedreht werden muss. Dann brauchen wir 2 Crewmitglieder, einen Statisten, eine Hauptrolle. Und brauchen wir keinen Regisseur? Doch, natürlich brauchen wir einen Regisseur. So, wir brauchen 2 Crewmitglieder. Obwohl, nee, wir fangen mal mit der Bühne an. So. Bühne. Kostet $2000. Das ist so die erste... Ja, das erste kleine Set. Und das Coole ist sogar, Sets müssen gewartet werden. Ja? Du kannst sie nicht einfach bauen. Ja, ich habe das Lab noch nicht mal. Ja, jetzt wird man das sagen. Ist natürlich schade, dass es jetzt auf Englisch ist mit der Stimme. Aber da, vielleicht kann ich es beim nächsten Mal ändern, bei der nächsten Aufnahme. So, dann machen wir hier weiter. So. Oh, nein. Jetzt mit rechts geht man jetzt immer kaputt, Mensch. Nein! Okay, ich muss mich mit der Steuerung wieder einfinden. So. Die Bühne wird gebaut, dann können wir schon mal die Crewmitglieder einstellen. So, die haben natürlich alle noch keine Erfahrung. So. Du bist engagiert. Und du bist engagiert. So. So, dann haben wir hier unsere Schauspielschule. Jetzt können wir hier einstellen. Oh, die hat Science-Fiction-Erfahrung. Die brauchen wir. So. Dann brauchen wir noch einen Regisseur. Aussehen, Statur. Ja, man sieht, auch hier kommt es schon auf die äußeren Werte an. Ja, 20 Jahre alt, Aussehen, Statur. Aber ich habe jetzt natürlich keinen mehr. Man sieht in Gelb noch, was da für Probleme hat. Also Hitzkopf, schnell gelangweilt, isst gerne und viel, liebt Alkohol. Also den nehmen wir schon mal nicht. Optimist, langweilt sich nicht schnell. Bohnenstange. Okay, das ist ein guter Regisseur. Und wir brauchen noch einen Statist. Ja, komm, du Kackbuben kannst dann ein Statist werden. Weil die Statisten, da sind die Bedürfnisse kackegal. Ja, ja, ja. Sehr gut. Okay, ja, weg hier. So, jetzt sieht man. Ich habe sie hier eingestellt für Science Fiction, genau. Das bedeutet, sie bekommt die Hauptrolle. Seit wann wird Statistin hier unter angezeigt? Ist das der Statist? Das ist der Statist, ja. So, dann brauchen wir noch einen Regisseur. Wo ist denn der Regisseur, den ich eingestellt habe? Ach, das sind die Crewmitglieder. Hä? Ach nee, das ist der Regisseur. Ah, so, ganz vergessen. So, hat natürlich keine richtige Erfahrung. So, jetzt geht's los. Jetzt machen sie eine Drehbuchprobe. Also, ist ja normal auch im Filmbereich, dass dann erstmal das Drehbuch komplett durchgelesen wird mit allen Schauspielern. Ah. US-Wirtschaft im Tief. Ja. Ja, irgendwie damals 20er, 30er war es, war irgendwie dieser Börsencrash. Und da sind natürlich dann gewisse Filmvorlieben vorhanden. Zum Beispiel Komödien, Romanze. Ja, Action-Horror wollen sie nicht. So. Können wir derweil noch irgendwas bauen? Wir haben natürlich jetzt nicht mehr allzu viel Geld.
So simpel, dass die meisten Stars welche die Nase rüpfen. Toilette. Ein stinkendes Plumpsklo mit Brandspuren. Bei Nahtreffern. Hier darf jeder mal. Okay. Snackwagen. Okay, wir können mal so einen kleinen Snackwagen hier hinbauen. Wo stellen wir den hin? Oh, Drehbuch ist fertig. Komm. So, nein. Weg hier. Och. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. So, jetzt ist das Casting nämlich fertig. Oder die Probe ist abgeschlossen. Jetzt können wir in den Dreh gehen. So. Dann schießt die Kamera auf zur Bühne. Zu dem aktuellen Set, wo dann gedreht wird. Und ja. Jetzt sieht man, das ist halt richtig schön gemacht. Und das für damalige Verhältnisse. Das ist halt schon 10 Jahre alt. War das ein super Spiel damals. Ja. Das war grafisch schön damals. Mittlerweile vielleicht nicht mehr so schön grafisch, aber damals auf jeden Fall. Was sagt er jetzt? So, ja. Wir müssen jetzt langsam mal ein bisschen Knete machen. Ich hoffe, dass der Film jetzt gut ankommt. Weil jeder Film, wenn man den veröffentlicht, bekommt er natürlich eine Bewertung und so weiter, geht in die Presse, bla bla bla. Ins Boxoffice. Und ja, jetzt warten die mal alle drauf, bis alle erscheinen. Dann verkleiden sie sich. Und dann können wir jetzt zugucken, wie der Film gemacht wird. Okay. Ja, die ersten Filme sind meist immer gleich vom Set her. Wir könnten jetzt sogar rein theoretisch zugucken. So. Ja. Jetzt sieht man nämlich... Man sieht nichts. Ja, genau. Das ist jetzt quasi die Szene, die gedreht wird. Ja. Eine sehr gute Schauspielerin. Und das hat vor allem sehr viel mit Science Fiction zu tun. Der Astronaut, natürlich. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas Philosophisches sein soll mit dem Astronauten. Ja. Auf jeden Fall, das ist die Szene, die gedreht wird. Oh, hier liegt Müll rum. Hausmeister! Mach deinen Job. Sonst habe ich dich eingestellt. Oder Hausmeisterin sogar. Das kommt mir davon, wenn man Frauen einstellt. Jetzt habe ich was gesagt. Oh, das gibt wieder Schelte. So, alles klar. Wer ist das hier unten eigentlich, die Frau in Rot? Jo Burat ist die Drehbuchautorin. Schlägt Zeit tot. Okay, dann kannst du doch Müll aufsammeln. Ha? Mach dich nützlich. Wozu bezahle ich dich? So, du bist schon wieder umgekippt. Okay. 4 Szenen. Okay, genau, man sieht immer hier, das ist der Terminplan, dann sieht man hier Szene 1, wird auf der Bühne gedreht. Man sieht, dass es momentan gedreht wird und da wird gerade Geld verbrannt. Ja, das kostet natürlich Geld. Und ja, rein theoretisch könnte ich jetzt die Zeit auch mal ein bisschen vorspulen. Ja. Weil das immer, eigentlich immer eine Weile dauert halt, bis sie das alles machen. Zwischendurch haben die natürlich noch eine Pause und so weiter. Ja, da schmökern sie eine und keine Ahnung, was in den 30ern alles gemacht haben. Was once in Shakespeare's Hamlet, you know. I played a rat Action. Scurrying around the and Danish cut. Palace. It's a rat, thank you. Oh, I was so good. Ah ja. Ja. Ich weiß nicht, ob dieses Radio denn vielleicht nicht ausmache, wenn das dann nur auf Englisch ist. Mal gucken. So. Okay. Ja, wann seid ihr denn mal so weit? Ja, guck mal, jetzt wird schon Szene 3 von 4 gedreht. Ja, die ersten Filme sind immer gleich. Die man dreht, egal welches Genre, glaube ich. Das ist immer auf der Bühne mit dieser Gewichtskugel. So, mir wird viel was vorgeschlagen. Ich wollte jetzt Snackwagen kaufen, damit sie auch mal was futtern können zwischendurch. Wo setzen wir den denn hin? Wir können den ja einfach mal hier vorne hinsetzen. Dann haben die ganzen, die hier noch auf dem Job warten, auch ein bisschen was zu futtern. So, genau. Und es gibt wieder Prestige für unser Gelände. Und da verlieren wir es auch schon wieder, weil Müll rumliegt. So, die haben nur noch einen Film mit, eine Szene zu drehen. Muss ich da irgendwas für extra machen, dass... Bar, Ausstattungsabteilung, eigenes Drehbuchbüro. Toilette klein. Wer war nochmal für zuständig? Er ist fertig! Juhu! So, bereit für Veröffentlichung. Da müssen wir jetzt nämlich in unser Produktionsbüro hier. Und jetzt sehen wir, hier ist leider schief. Finanzen, Kritiken, Release-Büro. Da müssen wir jetzt unseren Film reinziehen. Wir könnten jetzt rein theoretisch den Film einmal komplett angucken, aber im Sinne der Zeit. Yeah! So. Und jetzt gibt es hier verschiedene Kriterien. Hier Verhältnisse, wie kommen die Schauspieler untereinander klar, wie ist der Z-Zustand, Crew-Erfahrung, die Qualität an sich und so weiter. Ja, und dann ist das die gesamte Filmbewertung. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht für den ersten Film.
Wenn man sich mal vor die anderen einen Vergleich angeguckt hat, die schon draußen waren. So, was war das jetzt? Film ansehen? Ne, das wollen wir nicht. So, jetzt sieht man nämlich hier, die haben dadurch Stress bekommen. Die müssen die halt zwischen Filmen wieder abbauen können irgendwie. Ansonsten werden die immer gestresster und gestresster und machen dann schlechte Filme. So, die haben dafür das an Gehalt bekommen, das an Erfahrung dazu verdient und haben das an Bewertung dazu bekommen. Weil die können nämlich, wenn sie jetzt gute Filme machen, steigen sie quasi, bekommen sie manchmal mehr eine bessere Bewertung. Und ja, dann sind die einfach besser und können aber auch mehr Geld verlangen. Ja, das kommt auch noch mit dazu. So, die Crew, ja, haben alle schöne Erfahrungen dazu bekommen. Hat 8 Monate gedauert und $14.000 gekostet. Bin mal gespannt, wie viel wir dafür reinkriegen. Und jetzt sehen wir hier so ein paar Reviews. So, was sagen sie? Dieser Film sprüht mit originellen Einfällen. Oh, sehr gut. Kate Hooper wurde diesen Sci-Fi-Streifen perfekt besetzt. Da bin ich echt froh, dass ich die gehabt habe. Weil die halt schon eine gute Erfahrung im Sci-Fi-Genre gehabt hat. Schwacher erster Film. Geh nach Hause! Keiner mag dich. War so nee, das tue ich mir nicht an. So. Ah, kling, kling, kling. Da klingeln die Kassen. Sehr schön. So, was sehen... Genau, jetzt könnte ich hier die Maus draufen lassen. Umsatz. 12.000. Und wir haben das Geld schon wieder drin. Perfekt. So, auf Platz 12. Jetzt können wir nämlich hier sehen... Ja gut, ist halt nicht unter den Top 10. Aber für den ersten Film bin ich damit mehr als zufrieden. Man sieht natürlich, die machen alle schon bessere Filme, weil die halt dann schon bessere Sets haben und bessere Schauspieler und keine Ahnung was. Und zu diesem Punkt müssen wir dann irgendwann auch mal hinkommen. So, was sagt er da? Haben die jetzt über meinen Film geredet? Ich hab's gar nicht verstanden. Okay, auf jeden Fall, ja. Der Film ist halt... Jetzt hört auf, dazwischen zu reden. Action-Romanze. Paar Robzeiber in einer Woche. Okay. Na gut, das war jetzt die erste Folge. Wir haben unseren ersten Film veröffentlicht. Und schon mal unser Studio so ein bisschen eingerichtet. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, bitte. Ja, ich hoffe einfach mal, es macht euch Spaß, weil mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Kapital!